Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Edna bricht aus. Ja, wir haben im letzten Part noch die Topflappen geholt und müssen damit jetzt erstmal interagieren. Asbestbeschichtete Topflappen. Geil. Dieser Lappen ist kein würdiger Gesprächspartner. Und soweit ich das jetzt gesehen habe bei den Achievements, gibt es mit den Topflappen ein Achievement. Und zwar, dass wir alles blank poliert haben. Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Hey! So ein bisschen gemein, ne? Die Topflappen sind ein lahmer Ersatz für einen Baseballhandschuh. Aber der Poloschläger ist auch nicht gerade ein Baseballschläger. Man stelle sich eben nur Dr. Marcel auf dem Baseballfeld vor. Kannst du ihn dir etwa beim Polospielen vorstellen? Höchstens als Pferd. Okay. What? In diesem Bild verbrennt sich Captain Unbrauchbar die Finger an einem Todestoaster. Nein! Der Todestoaster! Er schlägt wieder zu. Kommissarin Edna Konrad verfolgte eine heiße Spur. Und für den Fall einer Festnahme hatte sie ihre Topflappen dabei. Boah, es tut mir echt leid, dass ich während den Aufnahmen momentan so viel huste. Ich glaube nicht, dass Topflappen in der Lage sind, ein Telefon zu benutzen. Doch. Hast du etwa noch nie einen Anruf von einem Topflappen bekommen? Echt mal, Edna. Man erkennt sie daran, dass sie auflegen, ohne ein Wort gesagt zu haben. Genau. Na gut, trennen wir die beiden Lappen. Bitte nicht. Manche Dinge gehören einfach zusammen. Wie alte Dame und Hund. Oder Münze und Einkaufswagen. Pickel und Teenager. Topflappen und Topflappen. Oder du und ich. Oh. Ach, Harvey, das war süß. Ja. Und ich würde eher sagen, alte Dame und Katzen. Ganz viele Katzen. Auf dieser Karte fehlen eindeutig Heißgetränke. Da ist ein Kaffee drauf. Wenn du eine Antwort auf die Frage hast, warum ich das hier tue, dann hast du Glück. Denn du hast etwas, das ich niemals haben werde. Das und den ersten Strohhalm-Topflappen der Welt. Genau. Wenn ich hier raus bin, dann ist das sicher das Erste, was ich tue. Meine Topflappen schön sorgfältig in den Garderobenschrank hängen. Du solltest Comedy-Star werden. Wenigstens mein imaginärer Freund hat das erkannt. Ich bin auch seiner Meinung. Edna als Comedian? Ja, doch. Warte mal. Ja genau, ich habe einen Topflappen und hier habe ich ein Formular. Warum kombiniere ich sie nicht einfach und mache etwas ganz Neues daraus? Ich könnte das beste Nichts aller Zeiten bauen. Das wird ein Verkaufsschlager. Die Topflappen passen perfekt zu diesem Topf. Wenn er doch nur heiß wäre. Und jetzt was? Den Topf erhitzen? Ja, so muss es doch laufen, oder? Ja. Na gut, trennen wir die beiden. Bitte nicht. Manche wie Pick-Top oder... Ach, Harvey. Gute Idee. Jetzt funkelt sie wie eine vom Blitz getroffene Nacktschnecke. Harvey? Könntest du meinen Fußnagel mit diesen Topflappen reinigen? Nein. Na gut, trennen... Okay, wie es aussieht, oder gibt mir das doch kein Achievement. Oh. Komm schon, Edna. Lege mich in die Besteckschublade. Nein, Topflappchor. Nicht nach all dem, was du das letzte Mal den Kuchengabeln angetan hast. Ich tue es doch nie wieder. Nein, nein, nein. Die tue ich bestimmt nicht. Schade, ich dachte, ich kann sie austauschen oder so. Spüle. Moment. Warum braucht man dafür zwei unterschiedliche Gegenstände? Haben wir das eigentlich alles schon ausprobiert? Harvey braucht kein Handtuch. Er ist ja selber aus Frottee. Hatten wir das? Nein. Ja, doch klar, das ist ja zerschnitten. Haben wir schon alles gemacht. Interessant. Hier wird also das Kantinengemüse entsaftet. Meine erste Analyse ergibt,
Wenn ich es mitnehme, wird es nicht mehr funktionieren. Was? Hey, ihr Kreaturen des nassen Elements! Jemand zu Hause? Neptun? Klabautermann? Captain Igloo? Keiner. Wozu? Das Wasser ist wohl temperiert. Schade. Sauber genug. Schade. Lieber noch mal drauf. Sauber. Gehen wir mal zu der Tür. So viele Orte! Ja, hier die Objekte Ketchup und Senf aufnehmbar zu machen, ist eine Designentscheidung, die ich mir tatsächlich heute, wo ich an nicht-studentischen Projekten arbeite, nicht mehr erlauben darf. Also schon allein, dass man halt zwei Items mit sich rumschleppt, die theoretisch überall dasselbe machen eigentlich, aber dann doch hier und da in Aktion halt nur um ein Wort voneinander abweichen, das ist eigentlich totaler Irrsinn. Es ist eigentlich totaler Irrsinn. Irrsinn. Okay. Ketchup E001, Cadmium, Tomatenersatzstoffe aus Uranrückständen. Ketchup für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ketchup ist kein Lebensmittel und nicht zum Verzehr geeignet. What? Senf E005, E007, Benzolsäure, Kerosin. Warnung, What? Leicht entflammbar. Senf nur für die Viehzucht oder für die Bundeswehr. Okay. Hi Ketchup. Hi Edna, alles Tomate? Aber Logan, Digga. Muss ich wirklich zu allem meinen Senf dazugeben? Ja. Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so... Hast du Hunger? Das Blut meiner Feinde klebt an diesem Poloschläger. Das Blut deiner Feinde schmeckt nach künstlichen Geschmacksverstärkern. Psst. Oh. Die Topflappen sind ein Lama-Ersatz, aber der Mann kannst höchstens als... Halt! Was ist? Ist dir bewusst, dass das noch niemand auf der ganzen Welt je versucht hat? Oh. Das Raumzeitkontinuum könnte kollabieren. Oh. Oder sich in eine Taube verwandeln. Oh. Und in deinem Ohr nisten. Oh. Wir wissen es nicht! Wir wissen es nicht! Sorry. Manchmal denke ich, du hast zu viel Dialog. Das denke ich auch. Wir wissen es nicht! Da steht schon genug Unsinn drauf. Egal! Genug Unsinn? Diese beiden Worte passen nicht in denselben Satz. Genau. Ich will nicht auch noch meinen Senf dazugeben. Doch. In diesem Bild kocht Captain Unbrauchbar eine Suppe aus Killertomaten. Das haben diese Killertomaten nicht anders verdient. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen den Senflöwen. Es ist eine Polizeimarke, keine Tomatenmarke. Haben Sie einen Waffenschein für diesen Senf? Dann ist ja gut. Weiterfahren. Alles klar. Der gute alte Ketchup auf die Muschel-Trick. Der gute alte Senf auf die Muschel-Trick. Ja. Scharfer Senf und stumpfe Schere. Ich wünschte andersrum, es wäre. Oh, der Rhyme Main, Alter. Scharfer Ketchup, stumpfe Schere. Ich wünschte... Senf steht nicht auf der Karte, aber vielleicht bekommt man ja welchen zum Stinkdrink dazu. Ketchup steht nicht auf der Karte, aber vielleicht. Njam. Njam. Oh, ich dachte, bei Senf sagt sie was anderes. Nichts geht so schlecht aus Kleidung raus wie Ketchup. Nichts geht so schlecht aus Kleidern raus wie Senf. Außer hey. Ketchup.
Ich wollte schon sagen. Diese Therapieanmeldung wird mit Blut besiegelt. Oh, ist da etwa ein Senffleck auf dem Formular? Wie geht? Und das trägst du mit in deiner Tasche? Ich muss nicht kochen. Doch. Heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Ist ein Argument. Ich muss nicht heute. Mathis sagte immer, du sollst nicht mit dem Messer in die Tube. Ach ja? Und das Messer ablecken stand auch auf der Tabuliste. Und dann sagte er noch, du sollst niemals deinen Hasen zum Gottkaiser ernennen. Netter Versuch. Im Ernst, das hat er gesagt. Glaub ich dir. Mathis sagt, ach, und du sollst netter. Sauber genug. Spuckt. What? Da ist Senf. Ketchup drauf. Jetzt auch noch Senf. Sauber genug. Spuckt. Oh. Senf kann man zu allem essen. Und nun, guten Appetit. Gelb und rot, Leute. Gelb und rot haben wir schon mal. So. Wir brauchen das doch für die, wegen den Krankenakten. Wir brauchen das, glaube ich, für die Dings hier oben. Ihr wisst, was ich meine, bestimmt. Als ob. Siggi, CJ Jung, hässlicher Mann. Echt jetzt? Ach, Dr. Marcel. Dr. Horatio Marcel. Natürlich hängt er sich in seiner eigenen Bildergalerie auf gleiche Höhe mit C.G. Jung und Sigmund Freud. Ich mag tatsächlich die Gespräche, die man mit diesen Bildern führen kann. Ich glaube, einen von denen habe ich auch gesprochen, oder? Habe ich Sigmund Freud gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich hätte jetzt so erzählen können, dass das ein Kindheitstraum von mir gewesen ist, einmal Sigmund Freud zu sprechen. Und jetzt weiß ich es nicht mehr. Verdammt. Scheiße. Du bist ein Held, Wogi. Ja, die meisten wissen ja oder können sich denken, dass ich ein großer Fan von den Lehren Sigmund Freud bin. Die wenigsten wissen allerdings, dass ich damals, als ich noch in Wien gewohnt habe, nur zwei Türen weiter von ihm gewohnt habe in meiner Kindheit und wir zusammen oft im Billardsalon waren. Und da ist auch dieser Song entstanden hier. Es war um 1872 in Wien. So ein Typ namens Sigmund lebte in unserer Straße. Er trug eine Brille, studierte Medizin. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ihn hasste. Er schlug mich am Flipper, er schlug mich im Schach. Er schlug mich bei jeder erdenklichen Sache. Die Niederlagen ihrerseits schlugen mir nach und nach auf mein Gemüt. Und ich schwörte Rache, ich stahl seine Schlüssel, lockte ihn aus dem Haus, um durch die Veranda-Tür einzusteigen. Mein Herz klopfte Sturm, denn ich wusste es genau, und dieses eine Mal würde ich's ihm zeigen. Und so hab ich Sigmund Freuds Schachbrett zerknickt, 1-0 für mich, psychologischer Sieg. Jahre vergingen, die Reue blieb nach. Ich fühlte mich allmählich wie ein Verbrecher. Der Scherz, von dem ich mir einst Freude versprach, entpuppte sich langsam als Freundschaftsversprecher. Ich... Scheiße. Nein, verdammt. Wie live. Alter, cool. Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Nein, ich will Herrn Freud nicht nehmen. Oh. Danke, Siggi. Deinetwegen gibt es Psychologie. Deinetwegen bin ich hier. Ja, Schleichti. Sonst gebt ihr Siggi paar Watschen hinter die Gorschen. Sigmund lässt sich nicht benutzen. Von niemandem. Was hältst du von Siggi, Hasi? Psst! Er hat mich doch nicht gesehen! Hast
Hast du etwa Angst vor ihm, Harvey? Ich schulde ihm noch Geld vom letzten Pokerabend. Ah. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Poloschläger. Ich poloschlägerte arglos vor mich hin, als ich plötzlich merkte, ich bin ohne Hose zum Polospiel gekommen. Nein! Oh Gott! Ich habe mal geträumt, ich sei ein Stift. Ich habe alle Gitter und Mauern dieser Welt in Schutt und Asche geschrieben. Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, in Dolby Digital zu träumen. Alles klar. Ich habe mal geträumt, die Polizei würde nach mir suchen. Ich habe mich unter einem weißen Laken versteckt, bis ich mich selbst nicht mehr wiederfand. Ich habe mal geträumt, das Telefon würde klingeln. Ich wollte den Hörer abnehmen, aber der Telefontisch war zu hoch. Und Mama war nicht mehr da, um mir zu helfen. Oh. Ich habe mal geträumt, ich sei eine Zickzackschere. Ich hatte keine Zähne mehr. Aus den leeren Zahnstümpfen klang seltsame Musik. Aber was träumst du denn für Sachen? Ich habe mal geträumt, das Glas sei halb voll. Aber es war halb leer, oder wie? Ich habe mal geträumt, ich sei aus Stroh. Den ganzen Tag stand ich auf dem Feld und hielt Raben fern. Aber es kamen immer mehr Raben und ich konnte nicht einmal rufen. Oh Gott. Ich habe mal geträumt, ich sei ein alter Mantel in einem Schrank. Und da war auch ein kleines Mädchen in dem Schrank. Ich wollte sie trösten, aber sie hatte zu viel Angst. Gibst du mir eine Unterschrift, Sigi? Für die immer noch erfreut. Ja, ich bin auch sehr erfreut, Mann. Herr. Hermann? Erfreut. Herrje. Ich habe mal geträumt, ich sei ein bewachter Milchtopf. Sie dachten, ich würde nie kochen. Sie haben sich geirrt. Ui. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Messer. Ich war frei und konnte alles zerstechen und zerhacken, was ich nur wollte. Das war ein schöner Traum. Der positivste bis jetzt. Ich habe mal geträumt, ich sei eine Gabel. Ich habe die ganze Welt auf meine Zinken gewickelt wie Spaghetti. Und dann habe ich sie aufgegessen. Ich habe mich dabei ganz schön mit roter Soße besudelt. Oh, immer diese Tomatensoße. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Topflappen. Ich konnte alles anfassen, egal wie heiß es war. Kerzen, Kaminfeuer, die Sonne, von der Treppe fallende Kinder. Alles klar. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Fußnagel. Ich wurde von einem Fußhammer in Dr. Fußmarcells Fußsarg geschlagen. Ich habe mal geträumt, ich sei eine Tube Senf. Die extra scharfe Sorte. Mir tränten die Augen. Je stärker die Tränen flossen, umso bitterer wurde der Geschmack. Das klingt so traurig, Alter. Ich habe mal geträumt, ich sei eine Tomate. Jemand warf mich. Ich traf einen Frosch an der Brust und zerplatzte schreiend. Buh-Rufe. Dann war alles rot. Oh. Und dann weiß. Der große Deuter Jung. Dann schlafe ich ja noch ein, wenn es immer bei mir ist. Uhu. Ich hatte neulich diesen ganz verrückten Traum. Kleines Mädel, ich habe Kaffeepause, wenn es genehm ist. Was hältst du von jungen Harvey? Ich finde, er ist ein Traumtänzer. Der Hans Kuck in die Luft der Psychoanalyse. Hat er nicht das kollektive Unterbewusstsein erfunden? Ja, kann sein. Ich war neulich mal da. Die Deko ist ganz cool und die Musik ist in Ordnung. Ansonsten ein echt lahmer Laden. Da treiben sich nur Archetypen und langweilige Allerweltspsychosen rum. Ich habe mal geträumt, ich bin... Das hatten wir alle schon. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Ich brauche es nicht. Buh! Was hältst du davon, Harvey? Pfui! Da besteht überhaupt keine Ähnlichkeit. Ich werde dich überführen, finsterer Gegenspieler. Nein, ich habe ihm nichts zu sagen.
Der alte Mann riecht wie ein Stinkdrink. Das rieche ich bis hier. Guck mal, alter Mann. Mit meinem Wäschelift-Ticket kann ich deine Gitter mühelos umrunden. Da bist du sprachlos, was? Ich glaube nicht, dass ich auf diese Weise an seine Unterschrift gelange. Typen wie den verspeise ich doch zum Frühstück. Den fasse ich nicht mal mit Topflappen an. Alter. Sieht jetzt um einiges besser aus, finde ich. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ich habe dieses Formular hier. Das ist tatsächlich eine Anmeldung für unser Seminar. Aber Ihr Arzt hat vergessen zu unterschreiben. Kommen Sie wieder, wenn Sie eine unterzeichnete Anmeldung haben. Na gut. Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Ja, doch. Als ob... Ha, der braucht die schon. Da Poki sitzt. Alles klar. Ich hatte noch hier. Das da. Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da kommen nur die ganz kaputten hin. Oh, Poki. Das Schild ist mit fußnagelsicheren Schrauben befestigt. Was gibt's heute, hilfreiches Hinweisschild? Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Ei, hardcore. Was hältst du davon, Harvey? Wow. Ach, lass das doch in Ruhe. Es ist nur ein langweiliges Türschild, mehr nicht. Egal. Ach. In diesem Bild putzt nützlich Boy das Klingelschild vom Tiefparterre-Case. Ach, lass das... Lass das doch, es ist... Ach, es... Es ist mehr als das. Ach, es... Irgendwas. Ach. Werde ich damit nutzen können. Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Ich hatte recht. Ach, es ist nur... Ach, es... Ach, es... Ach, es... Ach, es... Ach, es... Ach, es ist... Okay. Gut, Leute, aber ich muss jetzt den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.